Heute ist das Eredivis TOTS gestartet. Wir schauen uns in diesem Video die neue Spieleraufgabe zu Anthony TOTS genauer an. Viel Spaß! Wir schauen uns wie immer zunächst die Aufgaben an und werfen dann einen Blick auf die Karte. Anthony kannst du in Rivals erspielen oder in Squad Battles, dann auf Weltklasse. Da du hier auch Eredivis-Spieler in deiner Startelf brauchst, würden wir dir empfehlen, das mit dieser Icon-Tausch-Aufgabe zu verbinden. Hier brauchst du nämlich ein komplettes Eredivis-Team. Daneben kannst du das dann sogar auch noch mit der Kaiseido-Aufgabe verbinden, wie zeigen wir dir jetzt. Erstmal zu Anthony. Du brauchst hier auf jeden Fall 7 Siege, wo du mit Spielern triffst, die mindestens 4 Sterne Skills haben. Hier kannst du gut Neris, Anthony oder Kudus verwenden. Alle haben 4 Sterne Skills. Bei der zweiten Aufgabe ist Voraussetzung, dass du mindestens 5 Eredivis-Spieler in deiner Startelf hast, das ist aber in unserem Fall sowieso gegeben. Außerdem brauchst du dann in 3 Spielen ein Tor, was du per Flanke vorbereitest. Dazu haben wir noch ein genaues Tutorial hochgeladen. Bei der nächsten Aufgabe musst du in 2 Spielen je 2 Tore mit Brasilianern erzielen. Das muss jetzt kein Doppelpack mit einem Spieler sein, aber du brauchst eben in 2 Spielen 2 Tore mit Brasilianern. Hierfür eignen sich auch wieder Neres und Anthony perfekt, so schaffst du gleichzeitig noch die erste Aufgabe. In 3 der Spielen musst du dann noch per Volley treffen. Ein Video, wie man das einfacher schaffen kann, haben wir dir in der Infokarte verlinkt. So würdest du dann schon mal locker die Icon-Dash-Aufgabe und Anthony zusammen abschießen. Denk daran, dass du in Squad Battles spielen musst, wenn du die Icon-Dash-Aufgabe schaffen willst. Jetzt kannst du das auch noch mit der Kaiseido-Aufgabe verbinden. Hier brauchst du Tore per angeschnittenem Schuss, egal mit welchem Spieler. Das kannst du also auch mit den anderen machen. Dann brauchst du ein paar Tore mit Serie A-Spielern. Wechsel dir hierfür einfach welche ein, wie zum Beispiel Keita, El-Sharawi oder Deulofeu. Die sind günstig und haben gleichzeitig noch 4 Sterne Skills. Dann brauchst du noch Tore mit Mittelstürmern, guck dir hierfür am besten das Video zu Caicedo an. Dazu brauchst du auch noch Tore mit Kopfbällen, hier ist aber auch wieder egal mit welchen Spielern. So kannst du also einfach bis zu 3 Aufgaben gleichzeitig abschießen und sparst dir so eine Menge Zeit. Gucken wir uns jetzt die Karte von Anthony nochmal an. Der sieht nämlich richtig nice aus. Er spielt für Ajax, hat 4 Sterne Skills, leider nur 3 Sterne Weakfoot, dafür noch gute Arbeitsraten. Die Werte sehen schon ziemlich krass aus. Er hat ein perfektes Tempo, dazu sehen die Schusswerte ziemlich gut aus. Bei den Passwerten ist die Übersicht top, der lange Pass könnte ein Tick besser sein. Überragend ist Anthony noch bei den Dribbling-Werten, die sehen schon echt stark aus, dazu hat er eine gute Ausdauer. Als Chemistry-Style passt bei ihm einfach ein Marksman perfekt, so sieht er wirklich ziemlich stark aus. Aus der Eredivis gibt es ein paar starke Karten zum Verlinken. Stronglings sind hier zum Beispiel Kleiber, Kudo Second Inform oder Promis. Das war's soweit zu dem Video. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie gerne in die Kommentare. Ansonsten würden wir uns sehr über ein Like und ein Abo freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.